Herzlich willkommen zum Mission Bestseller Buch Podcast. Mein Name ist Tom Oberbichler von der Mission Bestseller und ich habe heute die Susanne Berger bei mir zu Gast, eine Autorin und Kinesiologin, Klopftechnik macht sie Sachen und die Susanne kenne ich jetzt schon eine ganze Weile. Die ist auf Empfehlung von der Karina Stefanitsch damals zu mir gekommen und wir haben vor einiger Zeit gemeinsam so ein Power-Mentoring gemacht und die Susanne hat ein tolles Buch geschrieben und ich verfolge die Susanne auch so ein bisschen, wir sind ja verbunden in sozialen Netzwerken und mir ist aufgefallen, dass der Susanne manche Dinge sehr gut gelingen, die für andere Autoren total schwer sind oder Autorinnen und da habe ich die Susanne jetzt mal eingeladen, dass wir ein bisschen über ihr Buchprojekt und wie sie damit umgeht, welche Marketingmaßnahmen sie da macht, wie sie es schafft, dass ihre Bücher in Buchhandlungen kommen zum Beispiel. Wir werden ein bisschen miteinander darüber sprechen. Bevor wir losstarten und ich dich löcher, Susanne, stell dich bitte selbst kurz vor mit dem, wer du bist, was du machst, wie du wahrgenommen werden willst und wo die Leute dich finden können, wenn sie dann noch mehr wissen wollen nach unserem Gespräch. Ja, hallo, ich bin die Susanne Berger, ich bin 45, bin verheiratet, ich habe 3 Kinder im Alter von 13, 14 und 15 Jahren. Was oft eine Herausforderung ist. Gut, dass ich meinen Job habe. Ich bin Kinesiologin, ich bin Lebensberaterin und mit meinem Mann gemeinsam bieten wir auch Ausbildungen an zur Kinesiologie, zur Selbsthilfe und in Aufstellungsarbeit. Und ja, und im November habe ich mein erstes Buch herausgebracht. Ich bin in Schöngraben zu Hause, Bezirk Hollabrunn. Ja, www.praxisberger.at. Cool. Ich freue mich, dass ich heute hier bin, Tom. Super, ich auch. Jetzt erzähl mal, für die Leute, die jetzt den Podcast hören, ich werde sie dann auch auf Video auch noch veröffentlichen, die Videozuschauer und Zuschauerinnen, die sehen ja schon ein bisschen zumindest eine Andeutung vom Cover, die Christiane hat die Susanne jetzt da aufgebaut. Erzähl uns ein bisschen über dein Buch. Was ist das für ein Buch, was du da geschrieben hast? Also mein Buch ist ein Geschichtenbuch mit dem Titel Ich auf dem Weg zu mir, Geschichten der Selbstfindung. Und bei Geschichten möchte ich kurz noch was dazu erörtern. Ich habe da einen ganz tollen Spruch gefunden, das ist wirklich 2 Tage vor Druck. Kindern erzählt man Geschichten, damit sie einschlafen. Erwachsenen, damit sie aufwachen. Und ja, und das hat mich, wow, ich habe mir gedacht, das bringt genau das rüber, was ich in meinen Vorträgen immer gern rüberbringen möchte und ich ja, denke mir auch immer wieder gut gelingt. So ist es auch dazu gekommen, ich habe Vorträge gemacht in den letzten 18 Jahren und habe über meine Arbeit erzählt, über diese Geschichten, mit denen die Menschen zu mir kommen. Das ist individuell, das kann vom Kleinkind, das nicht durchschlafen kann, über Bettnässen, Lern- und Konzentrationsstörungen bis hin zu Eheproblemen oder Selbstwertthemen sein. Und um die Methoden, die Werkzeuge ein bisschen näher zu erklären, habe ich es in Geschichten verpackt. Das heißt, der Klient kommt mit dem Thema, was ist dahinter gelegen und wie konnte es gelöst werden. Ja, und da habe ich bemerkt, dass die Leute bei den Vorträgen immer gesessen sind und mitgeschrieben haben. Und noch eine Geschichte und noch eine Geschichte. Natürlich, je mehr die gefordert haben, umso mehr bin ich auf Hochtouren aufgelaufen. Weil es mich selber faszinieren, diese Geschichten. Ich mag es jetzt seit 18 Jahren und es ist eine Geschichte wie die andere. Es ist jeder total individuell, oft total berührend auch. Und das Schöne war, wenn die Leute gehört haben, diese Geschichten, oh, es geht anderen auch so. Ja, es hat oft vielen Menschen gut getan. Wenn du jetzt daheim sitzt mit einem Kind, bist vielleicht Alleinerzieherin, die Decken wachsen über den Kopf oder du hast nur ein Kind und bist überfordert und denkst, der andere hat 4 Kinder. Und wenn man dann aber in diesen Geschichten erlebt oder hört, was kann noch dahinter liegen, dann beginnt ein Prozess oft und diese Geschichten haben dann, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, auch einen heilenden Charakter. Schön. Weil die erste Erleichterung kommt ja schon, Gott sei Dank, anderen geht es auch so. Ich bin nicht allein, ich sitze im selben Boot. Und das Zweite dahinter, ich habe in diesem Buch natürlich nicht nur, also es sind
ich glaube, 35 Geschichten drinnen. Es sind aber auch Tipps drinnen und Anregungen und Übungen, die man machen kann. Und ja, und das super. Ist mir gelungen, muss ich selber sagen. Na spannend, du hast jetzt eh schon vieles auch noch so im Vorübergehen erwähnt, dass das für dich selbstverständlich ist, aber für die anderen möchte ich schon zusammenfassen. Also du hast richtig Ahnung von dem, wo du schreibst, du hast viel Erfahrung in dem, was du machst. Kompetenz ist ja immer eine manchmal unterschätzte Zutat für einen Erfolg, aber es ist schon wichtig, wenn du wirklich weißt, wovon du sprichst. Du, und jetzt sag einmal, wie bist du jetzt dazu gekommen, dass du das Buch, du hast das ja im Self-Publishing veröffentlicht, im Selbstverlag, was hat dich da, wieso hast du das gemacht? Naja, es war der ganze Prozess des Buchschreibens schon ein langer für mich, weil ich da nicht sehr organisiert war. Ich habe immer zwischen den Kindern, zwischen Fußballplätzen, zwischen Hausübungen verbessern, das irgendwo reingepfercht. Und dann haben wir gedacht, wenn ich mir jetzt noch einen Verlag suche, und dann dauert es oft 1-2 Jahre. Und ja, und da bin ich auf das tolle Buch Mission Bestseller vom Tobi gekommen. Wo ist es? Genau. Ich hab's auch da. Perfekt. Na, genial, wirklich. Und haben wir gedacht, okay, das hat was. Ja, und dann habe ich es einfach gemacht. Cool. Und es gibt ja viele Wege, da ja heute mit deinem Buch im Self-Publishing veröffentlichen kannst. Und du hast dich ja, wenn ich es richtig verstanden habe, für so einen Mix entschieden. Erzähl uns mal, welche Vertriebswege nutzt du jetzt für dein Buch? Es gibt ein E-Book und es gibt eine Print-Version einmal, ne? Genau, also es gibt ein E-Book eben genau auf Amazon und ein Print-Book, also ein Taschenbuch. Mhm. Und dann gibt es auch noch eben ein Hardcover-Buch. Also ich habe die Bücher auch in Buchhandlungen. Mhm. Und ich mache sehr viele, also ich mache generell Vorträge über meine Arbeit, wenn der Körper Signale gibt. Und dann nehme ich die Bücher mit, dann habe ich auch einige Buchpräsentationen gehabt und was mich total gefreut hat, war, nach der ersten Buchpräsentation habe ich einen Anruf gekriegt von Druckhofer, Scribo, dieser Buchhandlung bei uns im Bezirk Kollabrunn, und die haben gesagt, ich habe gehört, sie haben ein Buch geschrieben. Sag ich, ja. Nein, es waren schon ein paar Leute da, die wollten das Buch kaufen. Und das habe ich ja genial gefunden, dass die Buchhandlung mich anruft. Ja, genau. Wow, bring mir da Bücher. Und ja, ich habe da im Wein- und Waldviertel und breite mich da mittlerweile jetzt auf Wien aus und bin da aber sehr dankbar, weil das sind entweder Klienten, die in die Buchhandlungen nachfragen, ob ich mit meinem Buch vorbeikommen kann. Und da bin ich schon sehr begnadet, sage ich jetzt mal, sehr beglückt ist das, ja. Okay, das heißt jetzt, wenn ich sozusagen von der anderen Seite drauf schaue, du hast da im Rahmen deiner Tätigkeit auch schon einen Namen gemacht. Die Leute, wissen, wer du bist und wofür du stehst. Und das macht dann das Andocken dann schon auch leichter. Mhm. Und was ich glaube ich für viele nicht selbstverständlich ist, die jetzt dich und dein Buch nicht kennen, ne? Das Taschenbuch, das machst du ja mit CreateSpace, glaube ich, hast du es auch veröffentlicht, stimmt's? Ja, also ich habe es jetzt auch neu jetzt drucken lassen in die Druckerei, weil ich jetzt ab nächste Woche wieder jede Woche unterwegs bin auf Buchtour. Ah, und ja. Die hole ich mir morgen in der Druckerei. Mhm. Na, weil das, was ja oftmals dieses Print on Demand, wenn man so, wo man einfach die Datei hochladen und es wird auf Bestellung bedruckt, das hat ja viele Vorteile. Nur wenn jetzt jemand selber viel auf Vortragsreisen ist, mit dem Buch viel auch nach außen geht und Veranstaltungen macht und du viel direkt verkaufen kannst und willst, dann ist es natürlich auch wirtschaftlicher, sich dann einen Auflagendruck ranzugehen. Mhm. Darf man über Zahlen auch reden? Ich meine, was für eine Auflage hast du da, bist du da mal gestartet? Nein, ich habe jetzt ein bisschen über 1000 Bücher verkauft. Mhm. Cool. Ja. Das ist ja schon eine super Leistung, finde ich. Für den Anfang. Ja, genau. Du hast es ja schon gesagt, du bist auch mit deinem Buch in Buchhandlungen. Das finde ich ja sehr nett, weil das ist ein Thema, das gerade in der Self-Publishing-Bewegung und Szene viel diskutiert wird. Es gibt ja da, ja, manche Buchhandlungen lehnen das komplett ab. Manche Leute glauben, es würde überhaupt nicht gehen. Und ich finde, du bist ja, einerseits bist du ein schönes Beispiel dafür, dass
wenn du einfach gut bist und da länger dran bleibst an dem, was du machst, dass sich dann deine Beziehungen dann auch in die Richtung ausgehen lassen. Und es gibt eben auch genug Buchhändler und Buchhändlerinnen da draußen, die an der Sache und an dem Nutzen von ihrem Kunden interessiert sind und nicht an dem, an irgendwelchen Bestellvorgängen in erster Linie. Das hat ja mich auch fasziniert, weil ich muss da wirklich ein großes Dankeschön aussprechen. Ich habe ja eben die Druck, zum Beispiel Buchhandlung Hofer zum Beispiel, die mehrere Filialen haben in Hollerbrunn und Eckenburg und Hocksdorf. Da bin ich bei der Auslage vorbeigegangen oder Klienten haben mir oft ein Foto geschickt. Die haben das so toll drapiert. Ich habe das jetzt nachgemacht, dass man Yes. das sieht. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, ja. Wo es wirklich hängen bleibt, ja, ich. Und das hat natürlich was, ich war in der Buchhandlung drinnen und habe mit der Dame gesprochen und auf einmal kommt eine Dame rein, eine Kundin, und sagt, ah, ich suche das Ich-Buch, nicht? Bis ich mit überschnitten habe, so dass es um dieses Buch geht. Na, und das hat schon was, ja. Und da bin ich schon sehr dankbar, dass die das einfach ja, ganz toll gleich in ein Event verpackt haben, zum Beispiel im Waldviertel, jetzt auch in Heidenreichstein, die Buchhandlung Janecek, die machen da gleich ein Event, haben wir gleich einen Folder, wo es Mondzelten und Saftverkostung gibt, Ende April, und verpacken das gleich in ein Event. Also muss ich wirklich sagen, mit offenen Händen ist man da empfangen. Das ist. Ich glaube, was ich spannend finde, ist, dass viele, die so gerade in diesem sich mit Online-Business beschäftigen, in dem Sinne, dass sie ihr Business online betreiben, ja, auch wenn sie im Coaching- und Beratungsfeld unterwegs sind, haben wir sozusagen dieses Offline einmal eins, was da gibt, diese ganze Welt, na, vergessen. Und wenn man denkt, so, wenn du jetzt so eine von deinen Vorträgen und deinen Buchveranstaltungen machst, wie viele Leute erreichst du da so an einem Abend in etwa? Also ich habe bei der ersten Buchpräsentation waren 120 Leute, bei der zweiten 100, dann habe ich auch bei der nächsten so 60 angemeldet. Also ich sage mal, die sind zwischen 20 und 120. Ja. Und das ist ja, das sind ja wirklich schon relevante Zahlen, wo du was bewegen kannst. Ne? Und das muss dann mal online erst einmal gelingen, dass 100 Leute zu einem Webinar über ein Buch kriegst. Ja? Und das Zweite, was mir noch auffällt, ist, es hat schon auch, also, dass du dir einen Namen aufgebaut hast, dass du ein gutes Buch geschrieben hast, das sind ja schöne Sachen, aber dass das Cover passt, ne? Und dass der Titel auch ein antörnender ist. Das ist schon auch sehr, sehr wichtig, denke ich mal, weil es ja auch Leute gibt, die kennen dich noch nicht und sehen als erstes mal das Buch und haben da gleich einen Bezug. Ne? Weil ich ist ja im Prinzip jeder oder jede. Ne? Na, da darf man schon Werbung machen. Na, Ja. ich habe nämlich, also die Skulptur, sieht man die da? Die Skulptur, Ja, das war. das ist so für die Leute, die es nur hören, das ist so eine Kugel im Endeffekt, die so in der Mitte aufgeht, na, und das sieht man rein und da ist so ein Gesicht, aber das Gesicht ist auch auf der Außenseite. Das ist ein Ja, bisschen genau. Und für mich war schon. es, weil ich mir gedacht habe, worum geht es in meiner Arbeit? Und ich mir gedacht, es ist eigentlich immer eine Art Metamorphose, eine Wandlung. Ja? Das heißt, der Klient kommt anders rein, als er rausgeht. Und dann habe ich gegoogelt, Metamorphose, und habe halt Schmetterling, Raupe. Und dann bin ich auf diese Skulptur, das ist eine deutsche Künstlerin, die Marie-Louise Podierski, bin ich auf das gestoßen und habe mir eben die Rechte geholt. Noch dazu ist diese Kugel für mich wie eine Weltkugel und auch so ein bisschen das innere Kind und auch die Maske. Da habe ich nämlich so einen tollen Klappentext, den muss ich jetzt vorlesen. Na gut. Ja? Nein, das ist schön. Reiseführer ins Ich. Die wohl wichtigste Reise, auf die sich ein Mensch begeben kann, ist die Reise zu sich selbst. Jetzt kommt gleich die Verbindung. Wir sind weit mehr als die sichtbare Oberfläche und weit mehr als die Maske, hinter der wir gelernt haben, uns zu verstecken. Oft braucht es den Impuls von außen in Form von Symptomen, Lebenskrisen oder Schicksalsschlägen, damit wir nach innen gehen. Und das ist für mich auch so dieses Aufmachen, weil das ist total ein berührender Prozess. Da kommt der Klient, der das vielleicht noch nie mich kennt oder die Methode kennt, und binnen Minuten macht er auf und erzählt dir sein schwerwiegendstes Kindheitstrauma. Ja, und das sind diese Maske, die dann abfällt, und ja, und das hat mich einfach total angesprochen. Und da habe ich den Nikolaus Eberstaller, das ist ein Künstler und Grafiker aus dem Burgenland, und ich habe am Anfang gehabt,
sich entdecken, also sich entdecken und wollte es irgendwie, und wie er dieses Ich, also, nein, es war wirklich, cool. Du, und das finde ich ja so also interessante Nebenfrage, also du hast diese Skulptur gesehen und dann hast du die Rechte geholt, ne? Das ist so salopp gesagt, wie hast du das gemacht? Hast du einfach geschrieben, ja, oder? Ja, ich hab dorthin geschrieben, habe die mir rausgesucht und habe gesagt, ich hätte gern ein Bild und das eine war schon vergeben. Und dann hat sie gesagt, ja, und hat mir einfach ein paar geschickt und ich hab dann gefragt, was das kostet und habe eben diesen Betrag für die Nutzung. Mhm. Super. Und total nett, weil ich habe dann das fertige Buch natürlich auch geschickt und hat sich auch gleich bedankt, weil sie es in ein paar Geschichten auch wiedergefunden hat. Ja, und das ist auch das Schöne. Ich habe jetzt, glaube ich, an die 40 E-Mails gekriegt und alle von noch fremden Personen. Ja. Mhm. Sehr viele Männer auch, was mich sehr verwundert hat, muss ich sagen, und auch berührt hat. Und manche haben 3-4 Zeilen geschrieben, manche haben 4 Seiten geschrieben, ja, wow, über der Prozess, ja, der da hochgekommen ist, oder ein Herr hat geschrieben, während des Lesens lief mir eine Träne, gefühlte 10 Minuten über die Wange, das war das letzte Mal vor 20 Jahren, ich danke Ihnen und wow, und du denkst, da macht so viel auf, ja, ja, ja. Das ist schön, ja. Cool. Und weil das Buch ja so cool ist und so schön wirkt, ne, da ist natürlich jetzt auch deine Motivation groß, dass du es unter den Leute bringst. Ne? Und das ist ja, glaube ich, ein Aspekt beim Marketing, den man nicht genug betonen kann. Du darfst echt Freude daran haben, das, was du da hast, mit anderen zu teilen und denen eine Chance zu geben, davon zu profitieren. Jetzt hast du sozusagen, okay, das eine ist das Element der Mund- und Mundpropaganda, du arbeitest eben auch in dem Bereich, du hast zufriedene Kundinnen und die empfehlen dich weiter. Was machst du von dir aus an Marketingaktionen, um dein Buch unter den Menschen zu bringen? Naja, ich habe einerseits, wie gesagt, den Vorteil, dass ich halt schon seit 18 Jahren Vorträge mache und mir schon einen gewissen Namen gemacht habe und die Leute dann sagen, egal, wann du wieder was magst, wir buchen dich, so quasi, komm bitte. Es ist schon mal ein Vorteil. Und ansonsten, ich habe zum Beispiel auch im Fastenzentrum in Perneck oben, wo der zuständige Priester mir eben auch ein Vorwort geschrieben hat. Ich habe mir ein paar Messen ausgesucht, wo ich bin und Vorträge mache und das Buch mithabe. Habe über Facebook einfach meine Vorträge geteilt und ich habe auch sehr viele Anfragen jetzt bekommen von Kindergärten und Schulen, wo speziell, weil das natürlich einer Mutter gut tut, ja, wenn du merkst, was da ist, ja, nicht nur mein Kind und es liegt jetzt an mir oder was auch immer, sondern es gibt da Möglichkeiten, es geht auch anders. Und da arbeite ich dann mit den Kindergärtnerinnen oder mit Lehrern speziell zusammen, dass ich halt einfach Beispiele bringe, die genau auf die Altersgruppe ihres Kindes passen. Mhm. Also maßgeschneidert, sage ich jetzt mal. Super. Cool. Und wenn du jetzt so noch einmal, wenn wir jetzt einmal so direkt reingehen an eine von diesen Vorträgen, die du da hältst oder dessen Präsentationen, ne? Wie machst du das dann in der Praxis? Hast du dann so am Büchertisch oder aus das Buch, dann holst du es mit auf die Bühne, tust es dann offen präsentieren oder schickst es irgendwo im Nebenraum? Wie gehst du das an? Also es gibt einen kleinen Büchertisch seitlich. Was ich schon bemerkt habe, ist, ich habe einmal versucht, aus dem Buch zu lesen, aber ich bin sehr impulsiv auf der Bühne. Und ich muss immer was demonstrieren und dann denke ich mir, lesen können die Leute selber daheim. Ja, ich brauche ihnen nicht die Geschichte vorlesen, die was da drinnen steht. Und da bin ich natürlich schon daran auch bemüht und interessiert, dass ich Geschichten bringe, die nicht drinnen stehen. Manche vielleicht schon auch, ja. Aber ich mache das so ein bisschen, ich baue das halt so auf. Also ich habe eine super Familie. Das ist jetzt so ein bisschen gewachsen, dass mein Mann da mit der Gitarre dabei ist. Das heißt, der macht dann die Einstimmung. Und inzwischen bringe ich ein paar Beispiele und da sind meine Kinder, obwohl sie 13, 14, 15 sind, trotz Pubertät echt toll, weil da demonstriere ich jetzt zum Beispiel das Thema inneres Kind oder ein Kind stellt sich am Sessel auf mit einer Krone und steht so symbolisch für die Erstgeborene und dann kommt quasi die zweite und klopft an, weil die ja dann in die Welt kommt und die andere muss runter und dann steht die jetzt oben und wo man
man es auch visuell sieht. Ja, was geht in so ein Kind vor, das da oben gestanden ist mit der Krone die ganze Zeit? Ich bin die Erstgeborene, jeder hat Wort auf mich und auf einmal, wusch, ja, schaut die Welt anders aus. Da ist ein Geschwister da, ich bin immer so wichtig. Mhm. Und das ist das Schöne, wo du es den Menschen nicht nur erzählst, sondern auch zeigst. Ja? Und das berührt mich dann, wenn du merkst, wie manche berührt sind oder wischen oder 60-Jährige dort sitzen und sagen, ich bin auch so ein Thron der Erstgeborene. Ja. Ja. Mhm. Und merkst nicht, und natürlich auch dann für die Eltern gut, weil jetzt sieht es dann, wo ich es dann auch meistens in die Menge frage, okay, welche Möglichkeiten hat dieses entthronte Kind jetzt da, damit es wieder Aufmerksamkeit kriegt. Ne? Oder wo du merkst, ah, ich beziehe sie dann ein, ah ja, entweder fangen sie wieder zum Einnässen an oder gar zum Einkoten oder sie werden ganz wild oder sie werden verhaltensauffällig, weil sie irgendwie die Aufmerksamkeit wieder möchten. Ja? Es muss jetzt nicht sein, dass jedes Kind, wenn es ein Geschwister kriegt, jetzt irgendwas jetzt ein Problem damit hat, aber einfach ein Gefühl hinter die Kulissen zu schauen. Ja? Dom nicht anzuschauen, sondern was bringt den Menschen dazu, was bringt das Kind dazu, dass es so ist? Ja? Warum reagiert es so und was könnte ein Grund sein? Und wenn du natürlich viele Beispiele bringst, finden sie sie entweder selber wieder oder du merkst, wie es rattert. Und das ist, finde ich, das schönste Geschenk. Ja? Wenn, also das hat mir selber geholfen, wie ich diese ganze Methode kennengelernt habe, dass du denkst, boah, es gibt eine Lösung. Ja? Das, ja. Okay, das heißt, du machst schon eine richtige Show. Ja. Ja. Und und dann am Schluss sagst du dann, und wir sehen, da drüben ist der Büchertisch oder wie du bist dann wahrscheinlich elegant, oder wie machst du das? Nein, ich sage dann meistens, so, das Buch und so weiter und dieses tolle Buch, und das sollte wirklich in jedem Haushalt sein. Mhm. Und ja, und erzähle dann ein paar Geschichten und dann starten sie meistens schon. Super. Cool, du, und was sind jetzt so deine aktuellen Projekte? Ne? Woran arbeitest du jetzt gerade? Was ist bei dir an der Agenda? Also zum einen, das zweite Buch, das ist im Entstehen, also das wird, das heißt ja Ich auf dem Weg zu mir, und beim anderen wird es sein Ich auf dem Weg zu meinem, Klammer, inneren Kind. Ja, das heißt sowohl zu meinem Kind, wenn ich jetzt ein Elternteil bin, aber auch zu meinem inneren Kind, ja, weil natürlich, wenn wir innerlich unsere Themen nicht gelöst haben, dann präsentieren sie uns unsere Kinder. Und das ist das eine Projekt. Und das zweite ist, was so ein Herzenswunsch von mir ist, ja, ich bin gerne auf der Bühne und ich lebe mich dann immer so rein, weil das kann dann auch passieren, dass ich so berührt bin, gar nicht aufhören kann. Mhm. Aber ja, ist halt so. Ja, ich möchte gerne so ein Kabarettprogramm ausarbeiten. Ja, so yes. Ein Kabarett, ja, wo ich sage, ich will sie nicht unterhalten, sondern ich will sie berühren. Mhm. Ja. Und das ist das Schönste, ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass es passiert, aber trotzdem, wo es manchmal lustig ist, aber da manchmal auch das Lachen im Hals stecken bleibt, ja, und einfach was passiert. Mhm. Und das finde ich, sind die schönsten Geschenke, kriegt da oft noch Vorträgen, E-Mails, oft Wochen danach, ist eine Geschichte, die sie da erzählt haben von der und der, das hat mich so erinnert an meine eigene Tochter und du merkst, wow, ja, du hast den Du hast nicht diesen Kasperl übergerissen, sondern du hast was rübergebracht und bei dem ist irgendwo was heil geworden. Und das ist genial. Ja. Super. Du, und wenn du jetzt so zurückschaust, ne, jetzt hast du es ja geschafft, das erste Buch ist geschrieben, du hast es verkauft, die Leute mögen es, du hast tolle Rezensionen ja auch gekriegt. Aber wenn du jetzt noch einmal so zurückschaust und dich erinnerst, ne, was waren denn so die größten Herausforderungen für dich am Weg, im Projekt drinnen, bis du es dann gehabt hast? Also als erstes sicher mal, das habe ich durch dich gelernt, Zeitmanagement. Mhm. Also ich bin da ja immer wieder, okay, die Kinder dorthin führen, dahin schnell eine Stunde runterklopfen. Da bist du nicht so im Fluss drinnen. Also wirklich sich so ein Zeitfenster zu nehmen und sich das einzuteilen und sagen, und das habe ich jetzt auch eben mir gemacht, dass ich ab Mai immer einen Tag habe, wo ich sage, da widme ich mich dem zweiten Buch. Ja. Ganz egal, ob das, ja, habe gelernt aus deinem Buch,
Ganz egal, ob ich jetzt schreibe oder über einen Titel mir was überlege oder ja, wirklich. Das Zeitmanagement und auf alle Fälle das EDV-Technische. Ja, also, wenn du mich, da bin ich auch dir dankbar für den Tipp von der Corinna Ringlisbacher. Yes. Ja, also ich habe ja da wirklich. Corinna ist die Beste. Ja, absolut. Also, wenn man da jemanden an der Hand hat, wenn du sagst, okay, du tippst da normales Word und hinunter, also ich habe selbst, nachdem ich es runtergetippt habe, bin ich erst draufgekommen, dass es ein Rechtschreibprogramm gibt. Ja, also ja, aber auch trotzdem ist es gelungen. Ja. Ja. Super, und dann jetzt noch so zum Schluss, ich denke mal, wenn man so ein bisschen das noch mal so zusammenfasst, ich glaube schon, also ich finde, du bist ein super Beispiel dafür, dass es sich einfach lohnt, wirklich das zu suchen, für das du selber mal brennst und mit dem dann deine Erfahrungen zu machen. Und die dann, wenn du die dann hast und du tust sie rein in ein Buch und nimmst dann auch die Zeit, das Ganze wirklich zu entwickeln, damit das eine gute Qualität hat und du gehst dann rauf, dann stehen dir heute wirklich ganz viele Türen offen. Und nur weil da draußen irrsinnig viele Leute sind, die sagen, es wäre schwer, es wäre unmöglich, wie zum Beispiel mit einem Buch im Selbstverlag im Buchhandel, und sagen, das stimmt schlichtweg nicht. Du musst nur halt deinen Weg dafür finden, und das geht nicht darum, jetzt dann für, wenn du jetzt zuhörst, die Susanne nachzumachen, aber ich finde es einfach immer wieder schön, so Beispiele zu erleben, wo Leute einfach tun und das klappt. Und wenn du dann auch nur noch ein bisschen die Chance hast, dafür danke dir, Susanne, dass wir da ein bisschen reinschauen dürfen und das auch, wie du es machst. Das finde ich sehr hilfreich. Und zum Abschluss vielleicht noch zwei Tipps, die du den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgibst, die meisten entweder sind sie auch schon Autoren oder sie sind ein Weg dazu, Autorin zu werden. Was hast du denn noch so auf Lager? Tipps, ja, dranbleiben. Na, also es gab schon Momente, immer durch die hau den Krempel da rein, ich kann nicht mehr, also ich meine, ich ziehe immer alles durch, keine Frage, aber es gab schon sehr viel Zweifel, also das habe ich auch vorhin in meinem Buch reingeschrieben, wo ich mir gedacht habe, naja, ja, einfach dieses, also ich habe ganz ehrlich, ich bin immer bei dieser besagten Buchhandlung, darum finde ich ja das fast schon mystisch, gell, bin ich immer vorbeigegangen und habe mir gedanklich vorgestellt, mein Buch steht in der Auslage. Ja? Ich bin wirklich fixiert, ich bin immer vorbeigegangen und jetzt, es ist jetzt November, haben wir Dezember, Jänner, Februar, März, ja? Es ist jetzt über 4,5 Monate und es ist immer noch in der Auslage. Ja? Yes. Es ist zu Weihnachten dort gestanden mit einem goldenen Stern, dann haben sie die 3 aufgebaut, jetzt ist mit der Osterdekoration dort, es steht immer wieder. Die Kinder müssen natürlich immer mit dem Auto mit mir runden fahren und, und dann sagen, okay, jetzt müssen wir alle links schauen zur Mama. Und nein, aber ich habe mir das schon immer so vorgestellt und habe mir gedacht, ich möchte meinen Kindern nicht nur predigen, also Wasser predigen und Wein trinken und so für seine Träume einzustehen. Und ich habe mir das schon als Volksschulkind gedacht, ich möchte einmal Autorin werden, ja. Und ja, und dieses wirkliche Dranbleiben, ich habe dann natürlich auch Tage gehabt, ah, jetzt hat mein Mann die Kinder und fährt weg 3 Tage, ja, und jetzt muss ich Gas geben. Und dann merke ich, boah, ja, was tue ich? Dann habe ich mir halt meinen Lieblingstee geholt, Räucherstäbchen anzünden, dann habe ich im Internet eingegeben, Motivationsmusik, habe ich vom Rocky Balboa, was der wäre. Und habe alle möglichen Sachen, okay, wenn ich das bis dorthin schaffe, also ich habe mich schon immer wieder auch motiviert, auch wenn's, ja. Und mir immer vorgestellt, wie ist es, wenn es dann soweit ist, wie ist es in einem Jahr, wenn ich da zurückschaue und ja. Und das war immer gut. Cool, vielen Dank. Ja, aber es gab sicher Momente, da war das so unwirklich und ich glaube es nicht und jetzt ist es irgendwie das Natürlichste der Welt, ja. Schön. Ja, und das ist das Schöne, wenn du dann von Leuten, auch Fremden, irgendwo ein Feedback kriegst, die sagen nicht nur, dass ihnen das Buch geholfen hat, sondern auch dieses Bewusste, wo ich auch geschrieben habe, am Anfang habe ich auch Zweifel gehabt, wem interessiert das und so weiter. Ja? Und wenn es nur einen interessiert. Ja? Und ja, dieses Dranbleiben einfach. Meine Blume tropft, jetzt müssen wir ein Taschentuch hinlegen.
Die ist auch zu Tränen gerührt, die Gute. Ja. Super, liebe Susanne, vielen Dank. Die Links, die wir angesprochen haben, praxisberger.at, natürlich auch zum tollen Buch von der Susanne, die kommen alle in die Shownotes rein. Dir, Susanne, wünsche ich weiterhin viel Erfolg und viel Spaß. Und dir da draußen, du siehst das, es ist schon was dran. Also da sich was Schönes vorstellen, was machen, was dir richtig Spaß macht, gut werden drinnen und dann auch den Erfolg so richtig schön feiern, dann macht das Leben Spaß. Ja. Absolut. Baba, ciao. Danke, ciao, baba.